Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir haben schon viel gesprochen über Hate Speech und Fake News in den letzten Wochen und Monaten und nicht nur wir haben drüber gesprochen, sondern im Prinzip die ganze Republik hat dieses Thema beschäftigt. Das wurde so dringlich, dass Heiko Maas, der Justizminister, sich irgendwann dazu in die Lage versetzt fühlte, da erste Ideen zu präsentieren. Was könnte man machen gegen Hate Speech und Fake News? Wie kann man da die sozialen Netzwerke ranholen? Auch darüber haben wir schon gesprochen, über die Ideen von Heiko Maas und jetzt hat es da aber eine Neuerung gegeben zum Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ob diese neuen Ideen von Heiko Maas den Reality-Check bestehen, ob die überhaupt Sinn ergeben, das weiß eben Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag nochmal. Hallo. Wir haben es ein bisschen schon versucht zu erklären und wir müssen vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir in die aktuellen Entwicklungen reinspringen. Hate Speech und Fake News, wie gesagt, schon seit Wochen, seit Monaten ein Thema. Justizminister Heiko Maas hat sich dazu auch schon des Öfteren geäußert und hat erste Ideen präsentiert. Was waren denn die ersten Moves, die er so vorgeschlagen hat? Ja, 2 Wochen ist es her. Da hat Minister Maas einen Referentenentwurf vorgestellt für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz und durch dieses Gesetz sollen soziale Netzwerke, das ist so ein eigener Begriff in diesem Gesetz, dazu verpflichtet werden, ein effektives Beschwerdemanagement quasi einzurichten und offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen, andere rechtswidrige Inhalte innerhalb von 7 Tagen und sie müssen auch vierteljährlich einen Bericht über ihre Löschpraxis vorlegen. Wenn sie das nicht machen oder eben gegen diese Pflichten verstoßen, dann drohen ihnen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Mhm. Und das soll also jetzt dazu führen, dass zum Beispiel Unternehmen wie Facebook eben in Zukunft schneller auf Beschwerden über Hate Speech, also über Beleidigungen, üble Nachrede, Volksverhetzung reagieren und solche Inhalte auch löschen. Das heißt, man droht also mit der großen finanziellen Keule, anders scheint es nicht zu funktionieren. Auch diese Vorschläge habt ihr ja schon mal euch angeguckt gehabt und wart jetzt nicht besonders begeistert, weil ihr auch euch gefragt habt, ob das Ganze effektiv genug sein könnte. Aber es war jetzt nichts dabei, vor dem man Angst bekommen müsste, nichts, was so in Richtung Zensur ging. Ja doch, eigentlich schon. Auch denn, da schon. Ja, natürlich, weil also da betraf es jetzt, ich glaube, ungefähr 14 unterschiedliche Straftatbestände, die Inhalte, die gegen diese Straftatbestände verstoßen sollten, gelöscht werden. Ansonsten eben Bußgeld. Und genau da liegt das Problem, weil diese Bußgelder so immens hoch sind, besteht eben die Gefahr, dass die Social-Media-Unternehmen, die eben prüfen müssen, liegt da jetzt ein Verstoß vor oder nicht, sich im Zweifel sagen werden, bevor ich jetzt hier ein Bußgeld riskiere, lösche ich diesen Inhalt mal lieber. Ja. Das heißt, es könnten eben auch Inhalte gelöscht werden, die eigentlich gar nicht gegen Straftatbestände verstoßen, sondern wo eben Social-Media-Unternehmen so im vorauseilendem Gehorsam mal lieber löschen, anstatt es stehen zu lassen. Denn, das muss man auch sagen, umgekehrt gibt es nämlich keinen Anspruch der Nutzerinnen und Nutzer darauf, dass rechtmäßige Inhalte in diesem Netzwerk bleiben. Ah, okay, und es gibt auch keine Bußgelder dafür, wenn ich eben einen rechtmäßigen Inhalt fälschlicherweise lösche. Ja. Es gibt nur Bußgelder dafür, wenn ich also an sich strafbare Inhalte nicht rechtzeitig finde. Also man stellt fest, auch in den ersten Entwürfen zur Bekämpfung von Hate Speech und Fake News sind Fallen eingebaut, Fallen, die auch zu einem Zensurverhalten im Netz führen können. Jetzt gibt es aber auch noch eine Weiterentwicklung dieser ganzen Geschichte, auf die ihr quasi durch investigative Journalismusmaßnahmen gestoßen seid. Ist doch so. Ja, das könnte man so sagen. Lass uns aber erstmal, bevor wir darüber sprechen, wie ihr da drauf gekommen seid, drüber reden, was da jetzt noch an Verschärfungen in den neuen Entwürfen untergebracht wurde. Ja, da gibt es vor allen Dingen 2 Dinge, die wirklich problematisch sind. In diesem neuen Entwurf für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der jetzt aufgetaucht ist, ist zum einen die Liste der Straftaten, um die es da geht, drastisch ausgeweitet worden. Jetzt auf einmal sind es 24 unterschiedliche Straftatbestände und da sind dann auch solche exotischen Sachen dabei, wie zum Beispiel die Verbreitung von Pornografie oder die Bildung einer terroristischen Vereinigung oder landesverräterische Fälschungen. Aber wenn das Verbreiten von Pornografie im Internet verboten wird, dann ist das Internet kaputt, Volker Tripp. Das Merkwürdige ist halt daran, auf einmal geht es gar nicht mehr um Hate Speech und Fake News, sondern um, sagen wir mal, unliebsame Inhalte insgesamt. Ja. Und man merkt also, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz verändert seinen Charakter eigentlich hin zu so einem allgemeinen Netzzensurgesetz plötzlich. Ja. Eine zweite Sache, die jetzt in das Gesetz rein soll und die eigentlich noch mehr Sprengstoff birgt, würde ich sagen, ist
eine Auskunftsbefugnis von Online-Diensten, und zwar bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Was hat es damit auf sich? Die Idee ist, wenn also jemand meint, dass er durch irgendeinen Kommentar im Internet in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt ist, dann kann er jetzt zu dem Betreiber der jeweiligen Seite hingehen und sagen, gib mir doch bitte mal die Bestandsdaten, die zu diesem Nutzer gehören. Oh, wow. Die Nutzer haben meistens Pseudonyme dann, ja, und also ich kann jetzt verlangen, gib mir mal den Realnamen und die reale Adresse dieser Person, damit ich eben mein Recht ihm gegenüber durchsetzen kann. Aha. Das kannst du quasi als Betroffener einfordern, genau, und nicht nur über einen Anwalt und über die Gerichte. Genau, so ist es nämlich bisher. Steht im Telemediengesetz drin, dass also solche Online-Anbieter verpflichtet sind, mit Staatsanwaltschaften, mit Gerichten, mit Polizei und so weiter zusammenzuarbeiten, aber eben nicht Daten rausgeben dürfen an irgendwelche Privatpersonen, die jetzt sagen, ich hätte gerne mal Name und Adresse, die hinter diesem und jenem Pseudonym steckt. Aber das soll jetzt zukünftig gehen, einfach indem ich sage, ich bin in meinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Und da kriegt man schon ein bisschen Schiss, weil man ja im besten Falle davon ausgehen kann, dass die Behörden keinen Schindluder betreiben mit diesen Daten, sondern eben nur diese Straftatbestände verfolgen oder untersuchen zumindest. Wenn man aber jetzt, wir hatten es vorhin kurz bevor das Interview begann, von so einem fiktiven Fall Frauke Petri zum Beispiel betreffen, wenn die jetzt sagt, ich habe mich da gestört gefühlt und holt sich den Klarnamen desjenigen, der sie vielleicht beleidigt hat im Internet, dann weiß man ja wiederum nicht, was macht Frauke Petri mit dieser Information. Wird sie sie wirklich für sich behalten oder gibt sie sie weiter an Leute, die vielleicht eben auch bei dem Typen dann mal vorbeigucken oder so? Ja, das zentrale Problem bei all diesen Vorschlägen ist, hier wird eine Prüflast, die eigentlich dem Staat zufällt, plötzlich auf Online-Unternehmen ausgeweitet. Ja. Also soziale Netzwerke sollen jetzt beurteilen, ob irgendwelche Inhalte, die bei ihnen gepostet werden, strafbar sind. Ja, eigentlich ist das Aufgabe von Staatsanwaltschaften und Gerichten, die eben entscheiden, ist das jetzt eine Straftat, ja oder nein. Auf einmal soll das Social-Media-Unternehmen sagen, Kommentar XY erfüllt irgendeinen Straftatbestand, deswegen lösche ich den jetzt. Und bei dieser Auskunftsbefugnis ist es eben genauso. Ja, da kommt jetzt irgendjemand zu so einem Online-Dienst, da geht es nämlich nicht nur um Social-Media, sondern einfach um alle Online-Dienste, geht hin und sagt, ich fühle mich durch Kommentar XY in meinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Und jetzt muss also das Online-Unternehmen bewerten, ist das wirklich so? Ist das so eine Rechtsverletzung? Ja oder nein? Ja, und dann eben reagieren und sagen, ich gebe dir die Daten raus oder eben nicht. Und das Problem ist, dass da arbeiten ja nicht irgendwie nur Juristen oder so, sondern das sind irgendwelche Leute, die halt eigentlich eher wahrscheinlich sich auskennen mit Social Media, mit dem Internet und so weiter, aber vielleicht nicht unbedingt Rechtsexperten sind. Und die sind bei 4chan und jetzt sitzen sie halt in der Facebook-Expertengruppe. Na, ist ja, also sozusagen. Ja, und jetzt auf einmal sollen die also bewerten, liegt dir eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor, ja oder nein? Und das ist teilweise ja sehr, sehr komplex. Ja, also alleine, wenn es um Beleidigungen geht, das Äußerungsstrafrecht ist äußerst komplex, weil da kommt es ganz, ganz häufig eben auf den Kontext an, in dem Dinge geäußert werden. Und es kommt natürlich auch auf die Perspektive an, die dann der Zensierende quasi auf deine Website von mir aus hat. Denn wenn man sich jetzt die Flux-FM-Kommentare oder die Posts, die von Flux-FM gekommen sind in den letzten Wochen durchguckt, kann man, wenn man Bock drauf hat, kann man da alles Mögliche reinlesen. Also wir haben jetzt keine pornografischen Filmchen irgendwie gepostet, aber man könnte durchaus behaupten zumindest, dass wir Material veröffentlicht haben, das vielleicht dem Ruf der Bundesrepublik, also wenn man das sowas reinlesen möchte, kann man ja auch im Hamster-Video einen Schaden für die Bundesrepublik erkennen, wenn man es möchte. Das wären jetzt die landesverräterischen Fälschungen zum Beispiel, ne? Genau. Aber also generell ist eben tatsächlich schwierig, warum soll diese Prüfung eben jetzt nicht mehr wie bisher durch Staatsanwaltschaften und Gerichte passieren, sondern warum soll das eigentlich jetzt auf einmal durch Social Media Unternehmen passieren? Und wie gesagt, gerade bei dieser Auskunftsbefugnis, du hattest ja eben schon dieses Frauke Petri Beispiel, das kann man auch beliebig erweitern, ne? Also zum Beispiel auf Stalker, da kann plötzlich dieses Gesetz nicht nur schädlich, sondern sogar kontraproduktiv eigentlich werden. Also es erreicht nicht sein Ziel, sondern macht das Gegenteil, ne? Irgendein Stalker geht zum Beispiel hin, behauptet, er sei durch irgendeinen Kommentar in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt und holt sich dann Klarnamen von seinem Opfer, nur um eben dann auch im realen Leben diese Person noch weiter verfolgen zu können. Das Gleiche kann man sich eben vorstellen mit Leuten, die Counterspeech betreiben, also Gegenrede gegen rechte Hetze, und vielleicht übertreten sie dabei irgendwann mal eine rote Linie. So, und dann gehen eben die Rechten hin und sagen so, wir hätten jetzt gerne den Klarnamen von dieser Person, und wie die Geschichte dann weitergeht, wenn sie den kriegen, kann man sich vielleicht ausmachen. Ja. So, wir haben einiges gelernt zu den neuesten Entwürfen des Heiko Maas zum Thema Hate Speech und Fake News. Da wird übers Ziel hinausgeschossen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen, Volker Tripp und ich. Jetzt finde ich besonders interessant, oder fand ich im Vorfeld dieser Sendung besonders interessant, dass ich versucht habe, da nochmal nachzudenken.
zu recherchieren zu dem Thema, wo kommt das her, wer hat es rausgefunden, mhm. und ich bin als Quelle auf euch gestoßen. Mhm. Also ihr habt da scheinbar gute investigative Journalismusarbeit gemacht, denn ihr habt diese Veränderungen quasi als erste und bisher fast einzige Organisation festgestellt und kommentiert. Ja, ja, das ist richtig. Das war Anfang dieser Woche, also am Montag. Da hat das Justizministerium offenbar diesen neuen Entwurf, diesen verschärften Entwurf, bei der EU-Kommission notifiziert. Dazu muss man wissen, grundsätzlich ist es so, dass wenn die Mitgliedstaaten irgendwelche rechtlichen Regeln machen für Online-Dienste oder für Telekommunikationsdienste, mhm. dann müssen die der EU-Kommission vorlegen, bevor solche Gesetze verabschiedet werden. Die prüft dann, ist das mit dem Binnenmarkt vereinbar, verstößt es gegen europäisches Recht, ja oder nein. Und in dieser Zeit, in der die Kommission prüft, das sind 3 Monate, gilt eine Stillhaltefrist. Das heißt, in der Zeit darf das Gesetzesvorhaben nicht weiter vorangetrieben okay. werden, sagen wir mal. Ja. So, und offenbar wohl mit Blick darauf, dass dann so Mitte Juli die Parlamentsferien beginnen und dann im Bundestag erstmal nichts mehr ist und nach Ende der Sommerpause gleich dann die Wahl ansteht, hat man sich wohl gedacht, jetzt müssen wir das Ganze aber irgendwie noch vor der Sommerpause durchkriegen. Und wenn wir das überhaupt irgendwie schaffen wollen, dann notifizieren wir mal bei der EU-Kommission. Okay. Und für alle Gesetze, die dort eingereicht werden im Rahmen dieser Notifizierung, da gibt es eine Datenbank und die kann man eben nach Stichworten durchsuchen. Und das haben wir einfach mal gemacht und haben dann auf einmal festgestellt, ups, ja, dieses Stichwort Pornografie, das wir nur zum Spaß eingegeben hatten. Es hat einen Treffer ergeben. Nee, wir haben tatsächlich schon NetzDG eingegeben, ne? Und haben dann also tatsächlich gesehen, aha, das liegt da. Und dann haben wir uns das mal genauer angeguckt und festgestellt, oh, das weicht aber ganz deutlich ab eben von dem Entwurf, der vor 2 Wochen veröffentlicht wurde und zu dem eine Verbändeanhörung gestartet wurde, die sogar bis zum 30. März läuft. Also mit anderen Worten, was hier passiert ist, man hat also erstmal einen Entwurf gemacht, hat dann hier Zivilgesellschaft, Verbänden und so gesagt, hier kommentiert den doch bitte mal, ihr habt bis zum 30. März dafür Zeit. Ja. Und bevor die Frist dafür überhaupt abgelaufen ist, hat man diesen Entwurf klammheimlich offenbar im Hintergrund verändert und schon mal an die EU-Kommission gegeben. Aber warum? Es gab keine, weil man damit rechnen musste, dass es Widerstand geben wird bei Leuten wie euch oder wieso macht man das so hintenrum? Tja. Das ist nicht die feine englische Art. Es ist nicht nur nicht die feine englische Art, also im Grunde sagt man damit durch die Blume, ganz egal, was in dieser Verbändeanhörung rauskommt, interessiert uns eigentlich nicht. Wir haben sowieso andere Pläne. Ja. Ja, und also treibt eben, verschärft dieses Gesetz schon weiter, bevor überhaupt sich alle dazu äußern konnten. Ja, und warum macht man das so? Da kann man auch nur spekulieren, ob man dadurch irgendwie, weiß ich nicht, Widerstand umgehen wollte. Ich glaube eher dadurch, dass es jetzt so rausgekommen ist, wird der Widerstand sogar noch größer werden, weil das ist natürlich ein Affront gegen diejenigen, die man eigentlich anhört. Aber ist es nicht auch so, dass man jetzt diesen Zeitplan unter Umständen so gestrickt hat, weil du vorhin auch sagtest, dann halt Parlamentsferien sind dann bald und so, weil es dann, wenn es darum ginge, das Gesetz zu verabschieden, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann ist ja da ganz wenig los. Am Bundestag. Da sind alle im Urlaub oder wie? Nee, da ist dann gar nichts. Ja. Ja. Da finden dann keine Sitzungen statt und dann werden auch dann keine Gesetze verabschiedet. Dann okay. Sommer so. Alles klar. Genau. Jetzt hast du aber gesagt, wie immer eigentlich, glücklicherweise sagst du das fast immer am Ende unseres Gesprächs, die Hoffnung ist noch nicht ganz verloren. Wir müssen uns dieser Zensurmaßnahme nicht beugen. Das ist ja eben auch noch kein Gesetz, sondern auch ein Entwurf. Das heißt, es gibt Hoffnungen vielleicht die Politik betreffend, dass da noch die wichtigen Leute vielleicht sich melden, zu Wort melden und sagen, nee, das geht zu weit, das bringt uns nichts. Oder was sind eure Hoffnungen? Naja, also oder was soll man machen? Also unser Eindruck ist schon, dass eigentlich über alle Fraktionen hinweg der Wille da ist, irgendwas gegen Hate Speech und so im Netz zu machen. Ja, ich glaube, da besteht relativ große Einigkeit. Die Frage ist eben, was macht man dann ganz genau? Und so wie dieser Entwurf jetzt aussieht, darf das wirklich auf keinen Fall durchkommen, weil das heißt, wir haben faktisch einen Klarnamenzwang im Internet demnächst. Und wir müssen damit rechnen, dass eben soziale Medien wahnsinnig rigide Löschpraxen an den Tag legen. So. Und das kann in niemandes Interesse eigentlich wirklich sein. Deswegen, wir müssen jetzt die verbleibende Zeit bis zum Sommer quasi nutzen und eigentlich auch aus der Zivilgesellschaft vor allen Dingen raus wirklich deutlich machen, das ist so nicht gewollt. Die Mehrheit der Leute möchte das so nicht. Und einfach öffentlichen Druck aufbauen, dann habe ich jedenfalls die leise Hoffnung, dass man daran noch was drehen kann und eben vielleicht dafür sorgen kann, dass das Gesetz jedenfalls nicht in dieser Form durchkommt. Ja. Und jetzt haben wir uns ja auch schon darauf geeinigt, dass Hate Speech und Fake News hässliche Phänomene sind, die vielleicht bekämpfenswert sind auch. Habt ihr da vielleicht eine Idee oder gibt's da Ideen, die auch die digitale Gesellschaft unterschreiben würde? Mhm. Was mir oft auffällt, ist, dass nach einer gewissen Zeit oft auch so Selbstregulierungs
Sachen geschehen, dass zum Beispiel so eine Seite wie die Hooligans gegen Satzbau, dass die sich plötzlich aus einer Privatinitiative heraus kümmern um rechte Hetze im Netz. Das kann aber alleine natürlich nicht die Maßnahme also sein. Also es gibt ja schon eine ganze Reihe von sogenannten Gegenredeinitiativen. Mhm. Das ist auch sicherlich eine ganz vernünftige Sache. Und ich finde, also ein erster Schritt, der ganz sinnvoll wäre, wäre, wir sollten uns mal verabschieden von den Begriffen Fake News und Hate Speech, die eigentlich mittlerweile zu politischen Kampfbegriffen mutiert sind. Solche Leute wie Donald Trump schmeißen andauernd mit dem Begriff Fake News um sich. Im Grunde ist der komplett sinnentleert. Und auch Hate Speech vernebelt so ein bisschen, worum es eigentlich geht. Nämlich schlicht und ergreifend um die Bekämpfung von Straftaten im Netz. Und die Bekämpfung von Straftaten ist nicht die Aufgabe von Social-Media-Unternehmen, nicht die Aufgabe von Online-Diensten, sondern einzig und allein die Aufgabe von Staatsanwaltschaften und Gerichten. So, und wenn das jetzt bisher nicht ausreichend gut funktioniert und wir offenbar ein Durchsetzungsproblem haben, dann müssen wir da ansetzen. Mhm. Das heißt, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte eben besser ausstatten, dass sie mehr Personal haben und schneller reagieren können und eben vielleicht da die Mitarbeiter auch noch besser schulen oder so. Und was man machen kann, ist solche sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Facebook dazu verpflichten, dass sie innerhalb von kurzer Zeit, von mir aus von 24 Stunden oder so, mit den Gerichten und den Staatsanwaltschaften kooperieren. Das passiert nämlich im Moment teilweise noch nicht so gut. So. Und so eine Verpflichtung, die kann man einbauen. Aber was nicht geht, ist die Prüflast für die Frage, liegt eine Straftat vor, ja oder nein? Liegt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor, ja oder nein? Auf solche Unternehmen auszulagern, weil das ist eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung und eigentlich ein Ausverkauf des Rechtsstaats. Das ist eine gruselige Dystopie, ist das auf jeden Fall. Aber das gilt es zu verhindern. Auf jeden Fall. Das gilt es zu verhindern, richtig. Ach gut, jetzt hat man sich schon wieder aufgeregt mit der digitalen Gesellschaft. Ist ja jedes Mal das Gleiche. Vielen Dank aber für diese Informationen. Wer noch mehr lesen möchte zum Thema, geht auf die Seite der digitalen Gesellschaft, digitalegesellschaft.de. Mhm. Dort ist diese Nachricht in der Tat auch zum ersten Mal aufgepoppt. Einfach weil man fleißig auch nochmal nachrecherchiert hat, was denn in den Entwürfen so drinsteht. Genau. 3 Tage nachdem man befragt wurde, ob man einverstanden sei mit dem, was drinsteht. Das ist echt ziemlich frech. Ja, ist es. Und wir fragen mal ein paar Experten. Sollen die mal euch erzählen. Das ist echt abgefahren. Vielen Dank für die Informationen. Volker Tripp, wie gesagt, bei noch weiteren Fragen gerne auf der Seite der digitalen Gesellschaft vorbeigehen. Bis zum nächsten Mal, Volker. Tschüss. Ciao. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.